Ja, hallo, mein Name ist Daniel Helm, nicht Oliver Helm. Namensvetter Dan. Ja, schön, dass ich heute hier sein kann. Wer bin ich überhaupt? Was mache ich überhaupt hier? Ja, mein Name ist Daniel Helm. Ich bin Tischlermeister und aufgrund schlechter Noten habe ich eine Lehre gemacht zum Tischler und kein Abitur. 2004 habe ich dann in der Garage meiner Eltern, also erst, ehrlich gesagt, erst war es der Keller, gedacht, so, ich mache mich mal selbstständig, habe dann ein bisschen angefangen zu sägen. Das ganze Haus voll mit Spänen, war keine gute Idee. Bin ich zum Lackieren auf den Garagenvorplatz gegangen, da kamen die Nachbarn, war eine weniger gute Idee. Es kamen ganz viele Leute, die es überhaupt nicht gut fanden. Habe mir dann eine Garage gemietet und da meine Selbstständigkeit begonnen. Und bis 2008 war ich kompletter Computerlegastheniker. Das heißt, Computer und ich waren zwei Welten. Ich habe das Ding angekriegt, ich habe da irgendwie eine Rechnung rausbekommen. Da war ich auch voll froh, habe drei Kreuze gemacht und das war's. Das hier ist meine erste Garage. Da habe ich angefangen und in dieser ersten Garage, das war, sage ich mal, eine richtig geile Zeit. Ich habe so richtig schön viel Scheiße gefressen. Das heißt, ihr müsst euch das vorstellen, ihr schneidet und normalerweise habt ihr eine Absauge, die saugt den ganzen Spänekram ab. Hatte ich am Anfang nicht, weil es gab nicht genug Kohle. Ich habe mir wirklich meinen Bausparvertrag alles genommen, platt gemacht, habe mir quasi das, was ich brauchte, dringend geholt. Das heißt, Maschinen zum Schneiden, Sägen, Hobeln. Zum Absaugen war nichts da. Ja, das Gleiche zum Lackieren. Ich habe dann in die Halle hinter mir quasi so einen Ventilator gestellt, das war auch alles so leicht zugenebelt und habe dann am offenen Tor lackiert, dass der Nebel schön rauszieht. Das war spannend. Ja, Ernährung lief dann über Tiefkühlkost, das war preislich im Budget drin. Und das Ganze hat sich dann sehr gut entwickelt. Nach 6 Monaten konnte ich in Anführungsstrichen, ja, so nach 16 Stunden, 15 Stunden Arbeit dann nach Hause gehen und auch mal was Vernünftiges essen. Habe das Ganze gut aufgebaut. Wir sind hochgewachsen bis auf 18 Mitarbeiter. Habe ich gesagt, super, jetzt ist alles toll. 2011 habe ich einen Hörschutz gekriegt. Und dann habe ich aufs Konto geguckt. 6-stelliges Minus. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Jetzt hast du so viel Scheiße gefressen, bist diesen Weg gegangen. Hast 18 Leute eingestellt, jetzt steckst du noch tiefer drin in der Scheiße. Das kann ja nicht sein. Ja, dann redet man erst und redet. Der eine oder andere kann es nicht denken, was sich tut, ist nichts. Dann kriegt man noch Stress mit der Partnerin. Und dann gab es bei mir irgendwann so einen Punkt, ja, da bin ich ausgerastet. Das Glas, was ich in der Hand hatte, ist nur noch vor die Wand geflogen. Und dann mache ich drei Kreuze, dass ich heute hier stehen kann. Da habe ich mich ins Auto gesetzt, bin unter Vollgas in die Firma gefahren. Ampeln waren mir relativ egal. Als ich in der Firma ankam, dachte ich, scheiße, dass ich die Fahrt überlebt habe. Dann habe ich mir im Lager ein Seil geholt, bin mit diesem Seil in die Produktionshalle und als ich dann so eine kleine Knotenstunde, die ich aufgrund meiner freiwilligen Feuerwehrlaufbahn ganz gut konnte, hinter mir hatte, kam zum Glück meine damalige Partnerin rein. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar für und da habe ich gedacht, okay, du hast jetzt zweimal an diesem Tag einen Schutzengel gehabt. Jetzt stehe ich auf, ich treffe jetzt die Entscheidung, es ist normal, dass Scheiße passiert, es ist normal, dass Sachen passieren, das sind einfach nur Stufen, das ist immer nur die nächste Stufe, die ich im Leben gehen muss. Habe mich reflektiert, habe überlegt, woran kann das liegen, dass 18 Mitarbeiter nicht funktionieren, die ich dann damals innerhalb von 6 Wochen nach diesem Vorkommnis alle entlassen habe, weil wenn der Apfel einmal faul ist oder der Korb einmal faul ist mit den Äpfeln, dann ist es sehr schwer, das wieder umzukehren. Habe mich von allen getrennt, habe mir wieder Arbeitskleidung bestellt, bin selber in die Werkstatt und habe auf einmal wieder voll viel Spaß gehabt. Ich habe gesagt, ich mache jetzt nur noch das, was mir Spaß macht. Ich
mache nur Projekte, die mir Spaß machen. Ich arbeite nur noch mit Kunden, die mir sympathisch sind. Und ich mache wieder regelmäßig Sport, egal was kommt. Ich bin jeden Tag eine Stunde im Fitnessstudio. Naja, nicht jeden, viermal die Woche oder so reicht. Und alles andere kommt danach. Und wenn mir irgendwas keinen Spaß macht, ein Lieferant, ein Kunde unsympathisch ist, kann er sein, aber nicht in meiner Welt. Habe mich dann mit mir selber auseinandergesetzt, weil wie schon gesagt, 18 Mitarbeiter, sag ich, die können ja nicht alle, schlecht gewesen sein. Bin zu dem Schluss gekommen, dass es auch an mir lag oder definitiv viel an mir lag. Habe an mir, an meiner Persönlichkeit gearbeitet und habe mir da einiges eingestehen müssen, dass da doch ein paar Fehler waren. Habe auf einmal wieder eine völlig neue Lebensfreude gehabt und habe immer noch viel gearbeitet, weil ich ohne Mitarbeiter war. Habe dann nach einem Jahr so festgestellt, das ist auch nicht die Lösung. Habe dann zwar ein paar wieder eingestellt. Einen Azubi hatte ich damals noch, den ich behalten habe. Und habe dann für mich entschieden, so, das kann es nicht sein, du musst das Ding jetzt wieder aufbauen. Weil bei mir in der Branche ist so, du stellst dir einen Maschinenpark für 500.000 hin und den alleine zu bestehlen, geht zwar mit Subs Montage, geht auch, aber kommst auf keinen grünen Zweig. Du musst das Ding hochskalieren. Und das habe ich dann gemacht, habe gesagt, okay, jetzt habe ich meine Persönlichkeit, ich war laufend im Prozess entwickelt. Zu dem Thema habe ich nachher noch ein kleines Geschenk für euch, ganz am Ende. Und was ist heute der Stand? Heute sind wir die modernste Möbelmanufaktur im Raum Köln-Bonn. Wir haben 1000 Quadratmeter Betriebsfläche, hochmodernen Maschinenpark. Wir sind, ein Handwerksunternehmen, das durch die Marketingautomatisierung quasi ein Vorreiter ist im Handwerk seit letztem Jahr, hauptsächlich Aufmerksamkeitsmarktführer im Bereich. Das ist total irre, also es ist Wahnsinn, was das ausmacht. Und wir haben hochwertige Projekte im Privat- und Geschäftskundenbereich. Und wir sind national wie international tätig. Ja, und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und ich habe halt echt gelernt im Leben, es läuft nicht immer alles gerade, es läuft nicht immer alles gut. Und ja, die Probleme werden größer, wenn du größere Schritte gehst, aber das ist auch gut so, weil sonst könnten wir halt nicht weiter wachsen. Genau, ja. Heute weitere Punkte. Wir sind halt jetzt mittlerweile ein vollautomatisierter Handwerksbetrieb. Wir haben tech-basierte Kundenberatung, wir haben automatische Vorqualifizierung unserer Kunden, dass die wirklich nur für das, wo sie sich interessieren, schon direkt vorberaten werden und alles, was ähnlich unser Kunde ist, fällt direkt raus. Und was unser Kunde wird, die kaufen auch. Also im nachher 1:1 Gespräch, wenn 10 Leute zu uns kommen, die durch unsere Kampagnen gelaufen sind, habe ich 9 Abschlüsse nach 60 Minuten. Weil spätestens nach 60 Minuten sage ich, alles klar, wann sollen wir liefern? Weil wer sich die Videos anguckt und dann noch kommt, also noch mehr Kaufsignale gibt es nicht. Ne? Automatisches Onboarding für Mitarbeiter, weil das habe ich die letzten Jahre festgestellt. Wir sind jetzt wieder auf 22 Mitarbeiter und die halt quasi alle einzuarbeiten, ist ein Riesenaufwand. Und gerade weil wir auch sehr exklusive Sachen machen, ist das schon in gewissen Bereichen umfangreicher. Und wenn man dann die Basics schon mal von der Backe hat, ist das extrem einfach. Genau. Ja, was war nach Klicktipp? Nach Klicktipp haben wir erstmal die Möglichkeiten in der Akademie gesehen, was für Bereichen das wirklich alles einsetzbar ist, was es uns bringt. Wir haben konsequent mit dem Umsetzen angefangen, direkt auf der Akademie. Währenddessen haben wir direkt To-Dos geschrieben, was vorne drin ist oder hinten drin, diese Diamantenliste, nenne ich sie für mich. Schreibt's da rein, macht's. Und meine Regel ist, innerhalb der ersten 72 Stunden machen, machen, machen. Also ich habe heute schon 2 Sachen aufgeschrieben, die direkt, ich weiß nicht, ob es einer kennt, so eine Meistertask, eine Delegations-App, direkt Aufgaben rein, vergeben, Zeitpunkt reingesetzt, bis wann das erledigt werden soll, dass Mitarbeiter bei mir in der Firma, die wissen, der Daniel ist wieder auf dem Seminar, jetzt wird unser Meistertask wieder explodieren. Ja, ist halt so. Aber sonst tut sich auch nichts. Das ist, das Leben ist sonst zu langweilig. Ja, wir haben eine sehr hohe Auftragslage durch diese automatisierte Beratung, weil wir einfach viel mehr generieren können. Wir haben sogar die Situation, dass wir Aufträge ablehnen müssen.
wo wir wirklich wissen, die und die Firmen bestellen bis immer bei den und den Lieferanten, also unsere Mitbewunderer sind, und die kommen zu uns und sagen, boah, wir haben das und das Potenzial, das Volumen jährlich, wir würden das gerne bei euch machen. Sage ich, geht nicht. Sage ich, wir wachsen, aber wir können nicht schneller wachsen, wie wir es tun, weil das wäre ungesund und würde nicht mehr funktionieren. Und da sind wir sehr froh, weil das macht uns eigentlich nur noch interessanter bei denen, wo wir sagen, okay, wir kommen auf sie zu, wenn wir sehen, dass es dann passen würde. Das Geilste ist, unsere Mitbewerber bei uns in der Branche, die machen sich lustig über uns. Das heißt, das ist einfach total geil. Ich habe das jetzt mehrfach gehört, es sind irgendwo Veranstaltungen, Innungssitzungen etc. Ja, und dann hört man es halt so, wo dann Mitarbeiter, Kollegen oder Außendienstler ankommen von Lieferanten. Ja, die machen sich voll lustig mit euren Videos und du mal hier dies, das und liebe Freunde des guten Geschmacks, die können das alles nicht mehr hören. Ist ja, sag ich, geil. Sag ich, geil. Was kann denn Besseres sein? Sag ich, dass da 100 Leute in einem Saal sitzen und die regen sich über mich auf. Sag ich, ist doch super. Und die machen das Gleiche wie ich. Und die haben es halt einfach noch nicht gecheckt. Ja, und dazu passt halt der Mahatma Gandhi ganz gut. Ne? Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich, ja, und dann gewinnst du. That's the way. Ja, unser Marketing, das ist auch irgendwie total am Explodieren. Hier haben wir jetzt, wir sind in die Endrunde des großen Preis des Mittelstands oder deutschen Mittelstands gekommen. Es war jetzt vor 2 Wochen, war die Preisvergabe, waren die letzten 91 Firmen, über 4000 Firmen waren drin bundesweit. Sind wir sehr, sehr dankbar für. Ich war echt völlig überrascht. Den lokalen Preis davon, das war der Beethovenpreis in der Kategorie Marketing, den haben wir für Köln-Bonn gewonnen und da den ersten Platz abgeräumt. Und des Weiteren bin ich mittlerweile als Dozent an der Gründungsakademie im Rhein-Sieg-Kreis. Das ist so dieser Landkreis zwischen Köln und Bonn. Der eine wird ihn kennen. Und das ZDF, also es waren einige Fernsehsender, die mittlerweile angefragt haben, da habe ich aber so Sachen wie RTL und RTL2 und weiß nicht was, und ich selber gucke kein Fernsehen, ich bin so gar nicht, das ist eh alles Fake, ja. Aber das ZDF habe ich dann zugesagt, okay, sage ich, das ist seriös, das kann man mal machen. Da habe ich jetzt bei der Sendung 3 Pläne für ein perfektes Zimmer mitgewirkt. Das hat auch ganz Spaß gemacht, wobei die wollten, dass man Sachen macht und sagt, wie das in ihrem Drehbuch stand. Da habe ich gesagt, okay, sorry, dann bin ich raus. Mache ich nicht, ich bin ich, ich sage das, wo ich Bock drauf habe und wenn ihr damit ein Problem habt, dann sucht euch jemand anders und dann haben sie es trotzdem gemacht. Vorträge auf diversen Veranstaltungen, da kommen auch irgendwie immer mehr Leute auf uns zu, weil es gibt halt wirklich, zuletzt war es jetzt die Bundesnetzagentur für Breitband. Da habe ich jetzt eine Veranstaltung, war ich in der Stadthalle in Troisdorf und jetzt wollten die noch 4 weitere Vorträge von mir haben in irgendwelchen Städten in Deutschland verteilt, wo ich gesagt habe, stopp, nein, 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 ich habe das hier gemacht. Der Bürgermeister hat mich nett gefragt, würdest du das hier machen für den Bundesverband? Sage ich, ist okay, machen wir. Wir arbeiten bei uns auch für die Stadt hier und da und das ist ein sehr angenehmes, ja, so ein Geben und Nehmen mit den Aufträgen. Deshalb kann man das da mal machen, aber jetzt im Überregional, das habe ich keinen Bock drauf. Das ist also, ja, IHK, die IHK in Köln-Bonn, das CSR-Kompetenzzentrum, da haben wir auch schon hin und wieder mal einen Vortrag gehalten. Das ist eine sehr sinnvolle Sache, wo man auch Sachen zurückgeben kann. Das CSR ist so Corporate Social Responsibility. Das heißt, man trifft sich mit Organisationen wie dem Deutschen Roten Kreuz, Hannelore Kohl Stiftung etc. tauscht sich aus und hilft sich gegenseitig. Das ist was Gutes. Ich bin Mitautor, wer hätte es gedacht, Durchbruch durch Veränderung bei dem E-Book. Das E-Book ist vor einigen Wochen online gegangen und nach 1 oder 2 Wochen direkt ein Amazon-Bestseller geworden. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Also es läuft eigentlich ganz gut, kann man so sagen. Ja. Warum sind wir alle hier? Ja, es geht eigentlich nur noch darum, ein ganzheitliches Markenerlebnis zu schaffen. Das heißt, der Kunde heutzutage, der will nicht einfach nur eine Software für E-Mails zum Automatisieren, sondern der will sagen, ich habe keine Software zu E-Mails automatisieren. Der will sagen, bam, ich habe Klicktipp. Sag ich, das ist eine Marke. Da steht der Mario dahinter. Da stehen die ganzen vielen coolen Kollegen dahinter. Das ist eine Bewegung. Da geht was. Und das ist es halt.
was die Menschen begeistert. Und das ist was, was viele in ihre Köpfe einfach mal reinkriegen müssen. Viele denken, ja, dann mache ich dies und das und jenes. Ey, vergiss es. Sei doch einfach mal so, wie du bist. Mach einfach dein Ding. Sag das, was du denkst. Wer damit klarkommt, kommt klar. Wer nicht, der nicht. Es kann nicht sein, dass es mit allen sympathisch läuft. Entweder bist du mit allen gut oder du verdienst Geld. So. Ja, ist so. Ja, die goldenen Basic unseres Marketings sind, wir sind einfach persönlich, wir sind so, wie wir sind. Ich laufe mit dem Handy in die Firma rein und sage, hey, hier ist der Johannes, der ist heute am Schleifen. Hier ist was weiß ich, der Mayan, der ist am Lackieren. Keine Ahnung. Und hier hängt unsere Kundin, das Playmate, und alle gucken ganz gespannt. Genau. Ja, wir sind nahbar, wir machen halt so eine Art Events oder Weihnachtsfeier, 3 bis 4 Stück im Jahr. Da machen wir Strongman-Läufe. Das hier war jetzt, was war das? Ah ja, das war am Fühlinger See, Fisherman's Friend Strongman Run. Da machen wir die verschiedensten Sachen. Vor 3, 4 Wochen haben wir einen Tasmada-Lauf gemacht. Da waren allerdings nur noch 3 Leute dabei, weil der ein bisschen härter war. Ja, und wir sind anders. Also unsere Möbel, wenn man das jetzt hier oben zum Beispiel sieht, das Ding hängt von der Decke runter. Also wir machen jetzt keine normalen Möbel. Ich habe halt so Ideen, wo ich sage, ey, wie geil wäre das? Da hinten ist die Haustüre, da kommst du rein und da hängt auf einmal irgendwas von der Decke, wo du aber durchgucken kannst. Da ist bündig der Fernseher eingelassen und auf der Rückseite ist bündig eine Acrylfläche eingelassen. Und in dem Acryl ist ein Kupfergitter drin und das ist zerknittert und rundherum mit LED beleuchtet. Das heißt, du kommst rein und denkst erstmal, Alter, was passiert hier, was ist das überhaupt? Und das sind halt das, wo wir einfach anders sind und was wir auch transportieren und das geht extrem gut über Videos. Ja, die Persönlichkeit deines Unternehmens, das ist halt total wichtig. Du musst überlegen, wer ist dein Traumkunde und auch nur mit solchen, ja, rede ich. Ist wirklich so. Wir hatten jetzt irgendwie so einen cholerischen Opa bei uns, der kam rein, war Mittagspause, Mitarbeiterin in die Tür aufgemacht. Ja, ich brauche ein ganzes Haus voll Möbel. Wo ist der Helm? Ja, der macht Mittagspause. Müssen Sie eine halbe Stunde warten. Ah, das kann ja nicht sein, was fällt dem ein, der kann ja nicht Mittagspause machen, ich bin ja jetzt hier. Ah. Sie sagt, oh, soll ich ihm das so sagen? Ja, ja, holen Sie ihn das sofort. Okay. Sie hochgekommen, ich runtergegangen und ich sage, pass auf, guter Mann. Sag ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß, sag ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg, so wie Sie drauf sind, durchs Leben zu kommen und Möbel zu kriegen, die am Ende auch noch geil aussehen. Ja, deshalb bin ich ja hier, sage ich, bei uns gibt das keinen. Sag ich, wenn Sie nicht menschlich sind und freundlich sind, sag ich, habe ich keinen Bock drauf. Und wenn ich keinen Bock drauf habe, habe ich auch keinen Bock drauf, unsere Top-Mitarbeiter zu versauen, weil die morgens keinen Bock haben, zur Arbeit zu kommen, weil die zu so einem Menschen wie Ihnen fahren müssen. Er fand das nicht so gut. Der war mich arg am Beschimpfen. Und dann sage ich, wissen Sie was? Ich nehme Ihr Geschenk nicht an, das können Sie behalten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Sie können von mir aus noch hier stehen. Da vorne steht eine Dachlatte, die können Sie anschimpfen. Sage ich, ich gehe jetzt hoch, mache meine Pause zu Ende. Sage ich, und es hat nichts mit, ob man das nötig hat zu tun oder nicht. Es hat einfach damit was zu tun, ob man etwas macht, um Geld zu verdienen, ob man etwas macht, weil es die Berufung ist. Und ja, das hat er nicht verstanden und ich habe mich umgedreht und bin gegangen. Er ist dann auch direkt gegangen, relativ schnell. Ja. Werte, das habe ich jetzt hier schon ein bisschen mit einfließen lassen. Was sind meine Werte? Die muss ich als Unternehmer ganz klar definieren und muss die auch meinen Mitarbeitern klarstellen. Unsere Werte, die stehen in unserem Mitarbeiterhandbuch und das hat jeder Mitarbeiter jeden Montagmorgen bei der Besprechung dabei. Die sind immer im Fokus. Und wenn irgendwas passiert, dann wird nicht gesagt, du, warum hast du das und das gemacht? Sondern es wird gesagt, so, hey, stopp, das und das ist passiert. Haben wir nicht irgendwie einen Wert, der das irgendwie betrifft? Und dann fangen die an zu überlegen. Dann sage ich, das Mitarbeiterhandbuch mit unseren Werten, das habt ihr alle bekommen und es ist Teil eures Arbeitsvertrags. Welchen Teil habt ihr nicht verstanden? Erzählt mal, woran könnte das jetzt liegen? Und dann fangen die von sich aus an zu denken, dann würden die am liebsten Löcher haben, wo die drin verschwinden können. Und dann fällt denen ein, ah, okay, wir haben ja verschiedene Werte, die das jetzt, sage ich mal, betreffen und dann ja, passiert das eigentlich nicht mehr. Und wenn doch, dann muss es noch mal mehr ausformuliert werden, dass auch jeder den Gedankengang versteht. Ja, dann, du musst eine klare Mission haben.
Meine klare Mission ist, weltweit die beliebteste und bekannteste Möbelmanufaktur zu werden. Und da sind wir auf einem sehr guten Weg zu. Und glückliche Kunden zu haben, geile Projekte zu machen und ausgefallene Sachen zu realisieren. Wir haben wirklich mega geile Projekte, teilweise Projekte, die wir leider nicht veröffentlichen dürfen. Wir haben jetzt vor kurzem gerade wieder so eine, ja, die neue weltweit größte Yacht, also Innenverkleidungen gemacht. Die waren schon richtig, richtig Porno. Also es war richtig der Hammer. Habe ich selber noch nie gesehen, sowas. Und wir haben es gemacht. Das war echt geil. Und ja, da haben wir einfach Bock drauf. Das spricht sich rum in der Branche. Der hat da Bock drauf. Wo 10 Firmen sagen, geht nicht, kann ich nicht, weiß ich nicht. Und wieso, haben wir noch nie so gemacht. Sage ich, boah, geil, ich habe Bock, wir machen es. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber habe ich schon oft gemerkt, manchmal weißt du nicht mehr, wie es gehen soll und es geht trotzdem. Ja, Story brauchst du. Meine Story kennt ihr jetzt. Jeder von euch sollte seine Story haben. Und diese 4 Punkte, die würde ich an allen eurer Stelle, würde ich da nochmal drüber nachdenken. Ich mache das auch regelmäßig. Jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr setze ich mich hin, schreibe mir diese 4 Punkte nochmal auf und definiere die nochmal, weil das verschiebt sich schon mal ein bisschen. Man entwickelt sich weiter und es ist einfach so. Schreibt euch diese 4 Punkte auf, würde ich mir auf die To-Do-Liste schreiben und spätestens am Jahresende würde ich da drüber gucken und für mich das definieren. Weil dann fällt es euch auch einfacher, euren Kunden irgendwas zu erzählen, wenn ihr das für euch überhaupt lebt. Wenn ihr nicht mehr davon gehört habt oder das irgendwo in so einem Heftchen hier steht, was ihr in so viel mal bekritzelt habt, sondern wenn ihr das lebt. Das macht nachher den Unterschied. Genau, ja. Die Ergebnisse unseres Marketings, ich kann wieder angeln gehen. Finde ich gut. Genau, wir haben eine sehr hohe Abschlussrate. Wir haben einen hohen Zeitgewinn. Und wir haben einen sehr hohen Kundenwert. Das heißt, der Kunde bekommt mehr, selbst wenn ich eine Riesenausstellung hätte, was ich nicht habe, könnte der Kunde gar nicht diesen Mehrwert bekommen, wie er jetzt durch unsere automatisierte Beratung bekommt. Weil jetzt, sage ich mal, geht er bei uns auf die Webseite, trägt sich ein, kommt in eine Kampagne rein und kriegt 5 oder 6 Ankleiden, die er ganz in Ruhe zu Hause sich angucken kann. Und die er sich 4-mal, 5-mal, 6-mal angucken kann. Dann weiß er nicht mehr, wie war denn dies, wie war denn das, wie war denn jenes. Dieser hohe Wert ist einfach unbeschreiblich. Der ist einfach viel, viel höher, wie wenn ich in eine Ausstellung gehe und ich gucke mir was an und gehe wieder. Ja, wir haben eine extrem hohe Öffnungsrate. Das ist auch schön. Und ja, die erste E-Mail hatte über 400%. So, und jetzt ist die Überlegung, wie baue ich vernünftiges Onboarding auf? Und das war bisher noch so ein bisschen unser Hindernis, weil wachsen, wachsen, wachsen ist schön, aber dann stellst du fest, du stellst Leute ein und auf einmal geht deine Effizienz voll in den Keller. Und es wird gar nicht mehr so viel Umsatz oder Produktivität erzeugt. Wir haben das dann bei uns direkt konsequent umgesetzt. Wir haben ja schon unser Mitarbeiterhandbuch und das haben wir in Anführungsstrichen digitalisiert. Vor der Automatisierung war es bei uns so, wir hatten eine lange Einarbeitungszeit der Mitarbeiter. Wir hatten, das waren Produktionskiller, ne, oder Produktivitätskiller. Wir hatten eine geballte Wissenszufuhr, derjenige fängt an heute und kriegt buff, alles auf einmal, 1000 Quadratmeter. Hier ist das, 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 da parkst du, da kannst du essen, da kannst du das. Du bist ja irre. Ne? Kann keiner sich merken. Ne? Nur wenig wissen, was dann hängen geblieben ist, viel, was nochmal nachgefragt wurde. Wir hatten wiederkehrende Rückfragen, wo der Produktionsleiter wirklich, wenn 2 neue Leute anfangen, andauernd wieder das Gleiche beantworten muss. Ja, und die Mitarbeiter, die anfangen, haben erstmal jede Menge Fragezeichen, weil wir nicht die klassische Tischlerei sind, sondern schon sehr, sehr modern. Die kommen erstmal rein und sehen nur Maschinen, nur Displays und denken, okay. Und dann so jede Menge Fragezeichen. Und man merkt das dann halt, weil ich habe so ein Fenster vom Ausstellungsraum, so einen Schlitz halt in die Produktion und dann guckst du und dann merkst du teilweise, Leute stehen orientierungslos rum und denkst, was ist da los? Hier mal jetzt die Vorteile nach der Automatisierung aufgeführt und da kommt halt jetzt dazu, es kann beliebig dupliziert werden und genutzt werden. Wir haben, sage ich mal, eine extrem hohe Zeitersparnis durch die Automatisierung. Und wir haben die Orientierung vor Beginn. Das heißt, bevor einer bei uns anfängt, wird er eingearbeitet. Da kriegt er die E-Mails, da kriegt er die Werte, da kriegt er die Krankenkasse, da kriegt er die Kleidergrößen. Der kriegt alles vorher.
Und das ist halt, sag ich mal, ein riesen Vorteil für beide Seiten. Ne? Und alle unsere Standards, die kennt er schon. Das heißt, er kommt zu uns, er weiß, das und das ist der Standard, das wird bei Helm nur so gemacht und auf gar keinen Fall anders. Das braucht er nicht mehr fragen. Und das ist vor dem Beginn Aufbau genau von, sag ich mal, hohem Vertrauen und Transparenz, weil da sind, sag ich mal, auch dann Videos mal dabei, hohe Sympathie, wo ich dann quasi in Mexiko unter einer Palme stehe und dem Mitarbeiter meine Werte erzähle und warum das so ist. So, dann merkt der Borgel, das ist jetzt nicht nur der Helm, der hier schön im 911er vorgefahren kommt, mal eine Stunde da ist am Tag und dann wieder fährt und sich einen schönen Tag macht, sondern das ist ein ganz normaler Mensch, der wirklich in der kurzen Hose steht und sagt, hey, pass auf, ich möchte dich eigentlich nur in meinem Team haben, das und das sind unsere Werte, da kommt es uns drauf an und diese zwischenmenschliche Geschichte ist uns auch sehr wichtig, was irgendwo ab einer gewissen Größe nicht mehr möglich ist, als Inhaber zu allen Mitarbeitern diesen engen Draht zu haben. Deshalb ist es durch die Automatisierung trotzdem da. Ja, und die Mitarbeiter haben eine sehr hohe Motivation dadurch, weil wenn in dem Moment, wo die halt so ein Video kriegen und ich die anspreche und sage, pass auf, genau du bist in meinem Team, weil dies, das und jenes, wir haben die und die Werte, dafür stehen wir, da denken die, boah geil, wann hat ein Chef das überhaupt jemals in meinem Leben zu mir gesagt? Noch nie, hat ja keiner Zeit für, war einmal. Ja, so ist unser automatisiertes Onboarding jetzt aufgebaut. Wir haben erst die Begrüßungskampagne. Hier zwei Wochen vor Eintritt, wie ich gerade sagte, geht's los. Teammitglieder werden vorgestellt, Werte werden vorgestellt, Kommunikationsrichtlinien, Unternehmensgeschichte und organisatorische Infos. Eigentlich alles, was bei uns so abläuft. So sieht das aus. Ist das Onboarding auf unserer Seite. Da gibt es ein Passwort für, da kommt derjenige rein. Im Hintergrund haben wir dann die Klicktipp-Kampagne, wo der Mitarbeiter regelmäßig die Sachen bekommt. Darüber hinaus, das hier ist die erste Nachricht, die erste E-Mail, die er bekommt. Und darüber hinaus haben wir es halt so, dass wenn der Mitarbeiter, wenn wir jetzt sehen, der hat zwei Tage die E-Mail nicht geöffnet, dann wird eine SMS ausgelöst, die dann von mir kommt. Hehe. So nach dem Motto, hey, was ist los? Hast keinen Bock bei uns zu arbeiten? Ist kein Thema, wir können es sein lassen. Musste bis jetzt noch nie ausgelöst werden, bin ich auch ganz froh drum. Ist ja stressfrei, aber ist ja gut zu wissen, dass wenn es sowas gäbe. Ja, Orientierungskampagne, das ist unser Produktionsleiter hier, der Marc. Da haben wir circa eine Woche vor dem Eintritt, wo er wirklich die Orientierung in der Location bekommt, wo finde ich was, die Räumlichkeiten gezeigt bekommen, wo der Pausenraum ist, wichtige Programme und Systeme, wie die laufen, über welchen Server was läuft, viele Daten haben wir, die über die Maschinen gelaufen, wer sein Ansprechpartner ist, wichtige Standardprozedere, die wir halt haben und das ist wieder die dazugehörige Seite, wo derjenige sich einloggt, ja, und das ist hinten im Backup dann quasi, was da über Klicktipp passiert. Wir haben hier dann wieder die erste Nachricht, auf dem Foto sehen wir zum Beispiel bei uns, in der Werkstatt, direkt wenn man reinkommt, hängt eine Riesenwand und jeder Mitarbeiter hängt da mit einem Foto dran. Und das ist ein Organigramm und da kann man direkt sehen, welcher Mitarbeiter ist für was zuständig, was sind seine Aufgabenbereiche und hat direkt auch ein Foto dazu. Das heißt, man kann sich jetzt das wirklich bildlich vorstellen, ich kann da reinkommen, man hat das alles vorher in der Kampagne schon mal gesehen, es ist nicht ganz fremd, aber man kommt dann rein und denkt so, Moment, ich habe jetzt die und die Frage, ich bin der, der Strich hoch, A, der ist mein Vorgesetzter, das sind dem seine Aufgaben, das sind meine Aufgaben, O, ist ja meine Aufgabe, mache ich selber. Oder A, ist dem seine Aufgabe, gebe ich dem jetzt. Ne? Ist relativ einfach, ist wie Malen nach Zahlen. Ja, keine Angst vor Mitarbeitern. Ihr kennt jetzt meine Story. Mitarbeiter ist eine geile Nummer. Ihr müsst sie nur richtig führen. Und du wirst sonst, also mit Mitarbeitern ist das Ganze skalierbar. Da kannst du echt richtig, richtig Kohle machen und auch noch Spaß haben dabei und nicht Tag und Nacht selber arbeiten. Dann brauchst du halt Mitarbeiter dafür. Mein, sag ich mal, Empfinden ist, dass ich halt als Unternehmer den Rahmen stellen muss, dass quasi der Mitarbeiter das Gefühl hat, dass er sich wohlfühlt im Unternehmen und alles zur Verfügung gestellt bekommt an Werkzeugen oder Informationen, was er braucht, um halt einen guten Job zu machen. Und den guten Job macht er nur, wenn er sich wohlfühlt. Und deshalb ist das meiner Ansicht nach, ich muss nur den Rahmen stellen
und dann muss das Ganze nur noch gefüllt werden. Ja, das hier ist ein Auszug aus unserem Mitarbeiterhandbuch, wo dann wirklich das Inhaltsverzeichnis ist, dass wenn einer nochmal dann sich bei irgendwelchen Punkten nicht sicher ist, da einfach reingucken kann. Dann die Onboarding-Kampagne. Wir haben jetzt hier zum Beispiel zum Start des Eintrittsdatums detaillierte Systemvorstellungen, wo dann ganz detailliert auf Arbeitsprozesse eingegangen wird. Das heißt, ganz detailliert die Mitarbeiterin, die im Büro, im Telefon sitzt, zum Beispiel, die kriegt wirklich an dem Morgen als allererstes nochmal das Video einzeln zugespielt. So melde ich mich, so habe ich mich zu verhalten, so habe ich die Daten aufzunehmen und auch direkt einzutragen, dass wirklich direkt die richtigen Kampagnen ausgelöst wird. Weil bei uns rufen ganz viele Leute an, die sagen, hey, der Herr Helm muss mal rauskommen. Ich brauche einen Schrank, der muss sich das angucken kommen. Und da sagt unsere Mitarbeiterin, die ja gut geschult ist ab dem ersten Tag, heute ist Ihr Glückstag, Herr Wolosch, Ihre Beratung fängt in 5 Minuten an, geben Sie mir doch schon mal Ihre E-Mail-Adresse, dann geht es direkt los. Ja, sind die Kunden erst leicht irritiert und dann fängt das an und dann sagen die, gucken Sie sich das erstmal an, gucken Sie mal, was Sie haben wollen, schicken Sie uns eine E-Mail, gibt es auch eine Standard-Mail, die dann rausgeht, wenn derjenige eingetragen wird, direkt mit, sag ich mal, was wir alles von ihm brauchen. Und dann sind wir den erstmal los. Und wenn die Nachrichten reinkommen, dann wird alles, sag ich mal, automatisiert aufgenommen. Und das muss halt jemandem mal deutlich erklärt werden. Genau, erste To-Dos zur Überprüfung. Tipps zum Zeitmanagement. Genau, dann ansonsten haben wir administrative Infos, die die Kollegen bekommen. Urlaubsinformationen, Gehaltsinformationen. Krankmeldungen, detaillierte Infos über die Arbeitsschritte, die anfallen, Aufgaben, die anfallen für den jeweiligen Bereich. Das heißt, alles, was die vorher im Großen schon bekommen haben, kriegen die ganz klein detailliert nochmal, dass sie nochmal sicher sind. Ja, auch die Abläufe, hier sehen wir dann, wo derjenige im Mitgliederbereich bei uns intern den Zutritt drauf hat. Dann haben wir hier wieder die Kampagne, die dahinter steckt, hier die E-Mail, die passende. Genau, dann fängt die Produktschulung an. Ist bei uns auch nicht ganz unerheblich. Wir haben viele, hier haben wir zum Beispiel einen, rechts oben ist ein Nachttischschränkchen. Das hat eine Front aus Acryl, da sind Federn eingelassen. Und diese Federn sind mit LED beleuchtet und es sieht so aus, als ob die Federn da drin schweben. Und obendrauf legt man sein Handy drauf, ab iPhone 8 oder Samsung auch schon älter, und dann lädt das automatisch. Und unten drunter berühre ich das Ganze noch einmal und das Ding fängt an zu leuchten. So. Ist eine geile Sache, aber wie ich das jetzt anfange, 20 Mitarbeitern zu erklären, automatisiert, Standardprozesse, Standardmöbel. Und so haben wir verschiedene Sparten an Möbeln, die im Kern immer gleich sind, wo aber der Prozess immer der gleiche ist und die Maschinen. Und das macht bei uns halt eine Riesenmenge aus, hochqualifizierte Mitarbeiter innerhalb kürzester Zeit aufzubauen. Und genau, die haben das passiert erst bei Eintritt, weil die dann wirklich den realistischen Bezug dazu haben. Einweisungen in die Produkte, Verkaufstipps, Vorbereitungen von Terminen und Montagen und Nachbearbeitung von den Terminen. Genau, detailliert über, genau, das ist jetzt wieder die Onboarding-Kampagne, wo man es einfach mal sieht, wie es dann für den Mitarbeiter aussieht. Das ist die Kampagne, die dahinter steckt. Und das ist dann die erste ausgelöste E-Mail. Da steht es ja, Telefonate annehmen. Genau, damit fängt es an. Also ich habe das eigentlich alles ganz gut im Kopf. Genau, ja. Das alles hier lese ich jetzt nicht vor, da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Das ist alles, wenn ihr alle bei uns anfangen wollt, was ihr lernen können müsst. Da brauche ich 2 Mitarbeiter für. Einen, der es erklärt und einen, der es zuhört. Und dann habe ich 2 Mitarbeiter mal 52,5 Stunden sind 105 Stunden. Ja, da stellen sich jedem Unternehmer so die Nackenhaare hoch. Und dann so Mitarbeiter. Kosten für die 105 Stunden haben wir halt ein Bruttojahresgehalt beim Handwerk 34,2. Haben die Gesamtkosten, Mitarbeiter sind dann 41 mit Abgaben dabei. Sind wir hier bei einem Lohn pro Stunde, sage ich mal, auf 21 Euro grob gerechnet. Selbstkosten, Einarbeitung für 2 Mitarbeiter, werden die Selbstkosten bei 2,2. Da ist noch nichts passiert. Da steht noch kein Schrank, noch gar nichts. Genau. Dann haben wir noch den entgangenen Umsatz, der kommt ja auch noch dazu. Facharbeiterstunde berechnen wir mit 67 Euro und das ist flach. Also 67 Euro ist so die Basis. Wir haben ja ganz klein gerechnet. Die Maschinen laufen mit 127 Euro die Stunde. Also hier sind wir im unteren Ende des Bergs. Zeitaufwand für die manuelle Arbeit waren die 105. Entgangener Umsatz sind wir bei 14.000 Euro.
was die zwei Mitarbeiter an Umsatz generieren könnten in der Zeit. Dann haben wir die Gesamtkosten der Einarbeitung, waren die 2,2. Die 14, der Umsatz, gesamt 16. Das heißt, auf unser Unternehmen heißt das, wir haben dieses Jahr 10 Kollegen eingestellt, insgesamt, mit Auszubildenden. Die bleiben auch nicht alle, weil ich habe Werte und die werden kommuniziert. Und wenn die nicht eingehalten werden, ist das überhaupt nicht schlimm, aber dann darf derjenige nicht mehr mitspielen bei meinem schönen Spiel. Ist ja, macht ja nichts. So, wir sind dann bei 163.000 bei 10 Kollegen, bei 16 pro Mitarbeiter. Das heißt, 163, ne, besser haben als zu brauchen. Und ja, hier kommt der Clou. Natürlich hat das Ganze auch was gekostet. Das ist ja nicht von jetzt auf gleich vom Himmel gefallen. Die Kosten muss man jetzt natürlich logischerweise auch noch dagegen setzen. Haben wir jetzt auch gemacht. Wenn wir jetzt das hier gegensetzen, Kosten der Onboarding-Kampagne, das war der Aufwand. Ich selber muss halt auch einige Sachen machen, um halt persönlich zum Mitarbeiter zu sprechen per Video. Das waren dann 24 Stunden. Die Julia und die Quona haben zwei Mädels im Büro. Die haben auch noch ein paar Stunden was da dran gemacht. Und Klicktipp kriegen wir auch nicht umsonst. Was ist da eigentlich los? Kostet auch Geld. Sind wir bei Gesamtkosten von 7,7. Und wenn wir jetzt die 7,7 nehmen, die 163 rechnen, haben wir einen Invest von oder einen Return of Invest von 2106%. Also kriege ich bei keiner Bank. Und ja, hier war es ähnlich wie mit der Kampagne für die Beratung. Wenn man das mal so überschlägt, denkt man, boah, geil. Und ich selber durchlaufe die jetzt zum dritten Mal, diese Kampagne, um sie noch mehr zu verbessern, noch mehr zu optimieren und noch mehr hochzukommen von der Optimierung. Weil irgendwo gibt es immer Sachen, wo du denkst, ah, das könntest du noch und das könntest du noch. Genau. Ja, der Gewinn sind die 155.000 pro Jahr, wenn ich halt jedes Jahr 10 Mitarbeiter einstelle. Und das ist scheißegal, ob die Mitarbeiter bleiben oder nicht, weil jeder von euch kennt das. Stellst mal Leute ein und dann denkst du, wir machen dann lieber ein schnelles Ende, weil wenn einer bei uns so die ersten 3-4 Monate überlebt, dann bleibt er eigentlich. So. Aber wir sehen das relativ schnell, weil wir sehr wenig Spielraum haben und auch mittlerweile eine sehr enge Struktur haben, dass es überall Weisungsberechte und Führungsmitarbeiter gibt, die dann entsprechend Rückmeldungen geben, die mir Statusmeldungen abgeben müssen und darüber sehe ich schon, an welchem Rad hakt es gerade und wo hakt es nicht. Ja, Riesenvorteile on the top, perfekte Einarbeitung, beliebig oft einsetzbar, ein professioneller Start, hohe Produktivität. Professioneller Start, das ist so ein geiler Punkt. Das ist so ein geiler Punkt auf dem Weg hierhin. Wir haben vor kurzem, vor 2 Wochen jetzt, eine Mitarbeiterin neu eingestellt. So geil. Wir haben einen neuen Kunden. Amazon. Amazon sagt, Helm, wir müssen das Ding direkt haben. Wir haben eine Woche. Ich so, fuck you. 3 Wochen, okay. 3 Wochen. Ich hatte aber nur die neue Mitarbeiterin. Ich so, boah. So ein bisschen, okay, aber die ist ja gut eingearbeitet. Die neue Mitarbeiterin drangesetzt. Der Amazon-Kunde rief mich gestern an, auf dem Weg zum Bus, mit dem Bus hier zum Flughafen, über den Terminal, über das Rollfeld und sagte, Helm, das ist ja super, die Frau Breuer, die ist bestimmt schon viele Jahre bei Ihnen im Unternehmen. Das ist ja so geil gelaufen, das Projekt. Sie machen jetzt alles bei uns. Und das ist professioneller Start. Die ist ja seit ein paar Wochen da. Das merken die überhaupt nicht. Und ich habe dem das dann gesagt. Ich habe gesagt, nö, durch die Frau Breuer ist ja ein paar Wochen erst da. Ja, wie? Sag ich, ja. Sag ich, bei uns gibt es erstmal ein Bootcamp, bevor die an sie ran dürfen. Sag ich, wir sind ja Profis. Sag ich, und bei uns kommen nur Leute hin, die Bunsenbrenner in den Augen haben und keine Teelichter. Ne? Und das... Und das begeistert so einen Kunden natürlich noch mehr. Und er denkt dann, boah, geil, richtig cool. So, und der meinte schon direkt, alles klar. Ich sagte, da war jetzt Verteilzentrum Krefeld, Köln haben sie auch, da kommen demnächst noch ein paar Sachen, ich schicke ihm was rüber, können wir alles machen. Ich so, sehr geil, läuft, weiter. Ja, hohe Produktivität, man kann halt direkt anfangen, hohe Zeitersparnis, hochzufriedene Kollegen.
Also ich könnte euch jetzt wahrscheinlich zu fast jedem dieser Punkte irgendwie eine Story erzählen, wo wir es wirklich unsere Erlebnisse im Alltag abgebrochen haben auf diese Stichpunkte. Riesenvorteile, sicherer Auftritt beim Kunden, emotionale Entkopplung vom Mitarbeiter, kein Zeitverlust beim Einstellen, vom Wachstum. Wir haben dieses Jahr bisher ein Wachstum von 34%. Und ich habe trotzdem noch ein Privatleben. Weil das eine schließt das andere meistens ja aus beim Unternehmer. Wobei dieses Jahr ist schon ja, grenzwertig. Also genau, das Einstellen von Mitarbeitern ist skalierbar. Ich habe jetzt richtig Bock einzustellen. Wir haben jetzt zum 1. Februar wieder zwei neue eingestellt und ich habe mich noch nie so leicht damit getan. Also es ist wirklich, ich sage, hey, super geil. Es ist einfach, ja, den und den, alles klar. Und wir haben wirklich jetzt richtig zusätzlich von sehr großen und bekannten Firmenleute abgeworben. Und es macht einfach einen riesigen Spaß. Ne? Das ist, und denen macht es auch einen Riesenspaß, weil die wirklich so einen festen Leitfaden haben. Ja, Begeisterung ist auch skalierbar. Deshalb hier, kennt ihr einer? Oder andersrum, liest einer von euch Playboy? Ah, keiner traut sich hier. Pussies. So, eigentlich sollte die liebe Simone jetzt was sagen. Die hat ein paar Möbel gekriegt von uns. Und, Zunächst muss man vielleicht sagen, Schreiner ist ja nicht gleich Schreiner. Also es gibt die, die ihr Handwerk perfekt beherrschen, aber es gibt auch die, die das Handwerk perfekt beherrschen und auch noch sehr kreativ und trendig sind. Und genau das ist bei Helmdesign der Fall. Also es macht Spaß, von Anfang bis Ende am Anfang zusammenzusitzen und halt die Ideen, die man selber hat, auszuarbeiten und vor allem dann auch noch ganz viel Input zu bekommen und Ideen umzusetzen nachher, auf die man von alleine vielleicht gar nicht gekommen wäre und nachher ein absolut stylisches Endergebnis hat. Dann natürlich auch zuzuschauen, wie die Arbeit ausgeführt wird. Also das war mir persönlich immer eine Riesenfreude. Und das Endergebnis, gut, davon muss man dann gar nicht sprechen. Also das ist dann halt so bam, also auf den Punkt und auch eigentlich noch mehr, als man am Anfang erwartet hat. Und dafür steht Helmdesign für mich. Ja, das war die Simone. Was ist unser Ausblick? Ja, wir werden noch einen separaten Mitgliederbereich haben. Wir haben den jetzt über die Webseite laufen. Wir werden noch flexibleres und noch strukturierteres, deshalb laufe ich gerade selber auch nochmal durch die Kampagne, um dann nochmal so ein paar Feinschliffe zu machen. Der Rest ist, wie gesagt, nur Feinschliff, aber da bin ich manchmal sehr perfektioniert, wo ich denke, okay, was kam jetzt bei den letzten zwei Kollegen nochmal für Fragen auf, das, oder was gab es noch an Restsachen, die noch nicht bekannt war, das werden wir einfach irgendwo dann rausnehmen oder noch ergänzen, noch verbessern und ja, ihr kriegt von uns die vier Onboarding-Kampagnen, die Präsentation und der René hat es gerade schon so toll erklärt. Ihr braucht jetzt euer Handy und es gibt unter dieser Nummer noch ein Zusatzgeschenk. Ich hatte es gerade eingangs erwähnt, dass ich im Bereich Persönlichkeitsentwicklung relativ viel gemacht habe und da auch einen sehr guten Draht zu meinen Mentoren noch habe. Und einer meiner Mentoren hat ein kleines Geschenk sich aufgeopfert. Und wenn ihr da quasi die E-Mail oder die SMS mit eurer E-Mail-Adresse hinschickt, dann werdet ihr das gleich direkt bekommen. Und ja, es ist eine kleine Überraschung. Seid mal gespannt. Es lohnt sich. Es hat mich wirklich enorm weitergebracht. Es hat meine Persönlichkeit enorm weitergebracht. Es geht viel um Glaubenssätze. Es geht auch wirklich darum, ganz offen sich selbst zu reflektieren und einfach mal zu überlegen, ob es eventuell einen anderen Weg geben könnte, sich zu verhalten im Leben, um dann andere Ergebnisse zu erzielen. Und bei mir war es so, es hat sich sehr schnell was geändert. Also es hat, ich glaube, zwei, drei Tage gedauert. Das war relativ schnell am Ende. Genau. Ja, ansonsten unsere Kontaktdaten noch. Ja, gibt es Spannenderes. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen noch eine geile Zeit hier in Sofia und bedanke mich recht herzlich für euer Interesse. Applaus